einer Stadt und neuen Abenteuern aus Sternsingen. Und da oben konnte man gerade noch sehen, da stand das Cedric, oben auf der Kirchturmspitze. Ja, ich und musste gerade zur Werkbank. Die sind nämlich alle da. Darkseid, der Anni. Hallo. Der Delfino. Hallo. Der Faskat. Hallo. Und der Cedric. Uhu. Und der Opa Zeron, hallo. Und wir gucken jetzt gleich mal in die Kirche rein, was hier so passiert. Hallo. Boah, seid ihr schon weit. Jo. Ich sind doch bloß Bänke. Wir dachten, wir machen bunt. Ja, das ist schön. Bunt mit ist immer gut. Mit allen Holzarten. Das ist schön. Oh, darf man nicht über die Bänke springen in der Kirche, oder, Darkseid? Solange es noch nicht fertig ist. Dann können wir gleich mal gucken. Der Cedric, der müsste ja oben auf dem Turm sein. Ja, ich hab von außen. Hallo. Ich bin im Turm. Da sieht man den nicht. Oh. Aber sieht cool aus, wenn man hier so hochguckt, ne? Ein bisschen dunkel. Mhm. Ein bisschen dunkel. Müsste man innen drin noch vielleicht ausleuchten. Ja, vielleicht. Schau. Oder Fenster reinmachen. Jetzt seht ihr mich. Was? Wollen wir mal gucken. Ach, da ist er. Der Cedric baut nämlich, habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt, der baut nämlich den Kirchturm aus. Hallo. Da oben ist er. Da ist ein ganz hässliches Gesicht im Kirchturm. Schnell weg. Da kommt der Heilige Geist runter. Der Heilige Geist. Solange er dann nur... Oh, hier ist schon eine Brücke. Alter Schwede. Hier ist schon eine... Wow. Ey, ich bin der Langsamste von allen. Ich sehe es immer wieder. Hier ist schon eine Brücke. Ich erzähle ja auch die ganze Zeit. Und hier soll nämlich eine Holzfällerhütte oder sowas entstehen. Oder habt ihr euch schon was anderes überlegt? Delfino rennt da hinten im Wald rum? Nee, ja, ich bin das. Ich suche eine Kuh. Ja, wenn du da weitergehst, in Richtung Westen. Also, ich gehe mal hin zu Anni. Okay. Kuh West. Da kommt irgendwann normaler Wald und da ist dann noch eine Kuh. Hast du denn Stroh dabei? Ja, habe ich. Hast du, ne? Also, wenn du jetzt immer... Anni ist doch der volle Profi. Ja, Anni ist doch voll Profi, genau. Genau. Ja, du, also immer weiter da Richtung... bei mir ist es Westen. Ich weiß nicht, was bei dir ist. Bei mir ist es auch Westen. Das ist schön. Weil ihr wart ja neulich auf so einer langen Tour... Und da habe ich mitgekriegt, dass das immer die falsche Himmelsrichtung bei dir war. Ja, aber mal, das habe ich inzwischen eingestellt. Guck mal, Delfino, ich habe was gekriegt. Ich habe was gekriegt von einem Skelett, was ich getötet habe, was hier in Sternsingen war. Und das will ich natürlich meinem Hauptmann zeigen, damit er erstmal analysiert. Sowas habe ich nämlich noch nie gesehen. Bitte. Was ist da das überhaupt? Schauen wir gleich mal. Da muss der Cedric mal sein Fernglas rausholen. Was ganz Spezielles. Ja, ist was ganz Spezielles. Das habe ich auch selber erst einmal gesehen. Damit hat er mich beschossen, der Typ. Und dann hinterher hat er das verloren, als ich ihn getötet habe. Pfeile der Schwäche. Oder Langsamkeit. Siehst du von da oben? Natürlich doch. Ne, der sieht die Farbe von den Pfeilen vermutlich. Ja, genau. Er sieht das spezielle Leuchten. Ja, kannst du erst nochmal behalten und kannst es nochmal genau analysieren. Genau, das werden wir in Hundskörper analysieren Hauptmann. Lassen. Denn der Delfino ist ja mein Hauptmann, ne? Darf man nicht vergessen. Oder der Hauptmann hier von der Drachenwacht. Okay. Und der kennt sich natürlich mit sowas aus, mit Vergiften und sowas. Genau, das werde ich dann testen, wenn wir wieder zurück sind. So, wo gehen wir jetzt noch hin? Das haben wir eigentlich alle schon abgeklappert, ne? Ja, ich denke schon. Dann können wir jetzt wieder zurück an die Baustelle gehen und uns gleich ein paar Eimer Wasser mitnehmen. Hier aus der Schmiede natürlich. Die ja so ein bisschen zu unserem Lager mutiert ist in der letzten Zeit. Hier haben wir schon mal keinen Eimer, aber guck mal... In Cedric, in der Kiste mit dem Knochen, da sind noch 4 Diamanten. Die sind, glaube ich, von Delfin und von der Anni. Okay. Die haben die aus der Mine rausgeholt, glaube ich. Wo ist die Kiste? In der Schmiede. Wenn du reinkommst, rechts, da ist ein Knochen auf dem Schild. Und da findest du dann schon. Mal sehen, ob ich mir das merke. Die ganzen Eimer sind weg. So. Ich hatte doch so viel Eimer, verdammt. Mhm. Oh, naja, ich habe aber Kram. Wie wollen wir das eigentlich am Ende machen bei der Brücke dann? Einen Abgang oder aufschütten? Da lasse ich euch. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, weil es ein bisschen. Ja, weil die Brücke jetzt quasi etwas so leicht in der Höhe steht. Wir machen uns mal Eimer. Ich schaff, ihr seid im Weg. Geht doch mal weg. 2 Stück. Wir müssen hier so eine Brücke abwärts machen. Jetzt müssen wir nur Wasser finden. Ich glaube, da müssen wir hin drüben. Mal hier hinten drauf die Hütte denn hin, wa? Ein Weg hier hin? Ach nee, wir haben einen Brunnen. Genau, und halt. Irgendwo hier oben drauf, denn die Hütte hier so hin. Ja, genau, so, wo direkt Platz an der Brücke steht. Mhm, genau. Nee, aus dem Brunnen können wir das nicht nehmen. Das ist nämlich keine endlose Wasserquelle. Kommt der ist zu tief. So. Ja, wir sind jetzt alle hier in Sternsingen, weil es geht ja auf Weihnachten zu. Also der Countdown läuft sozusagen. Vielleicht seid ihr auch schon so richtig in Weihnachtsstimmung, so Familie angereist und so, was alles dazugehört. Kann ja sein, ne?
Könnt ihr mal schreiben, ob ihr da auch schon jetzt richtig weihnachtlich unterwegs seid oder ob der Alltag noch euch ganz fest im Griff hat. Hier in Sternsing ist auf jeden Fall fast schon Weihnachten, kann man sagen. Fast bald. Es hat noch nicht geschneit. Es hat noch nicht so wirklich geschneit in Sternsing. Das kommt bestimmt noch. So, zwei Eimer Wasser nehmen wir uns mit, die kippen wir in Nether. Nein, da machen wir uns eine unendlose Wasserquelle von. So, der Fassgart ist ganz braun geworden, da hatten wir vorhin schon kurz drüber geredet. Da muss ich nur noch mal interviewen, was da überhaupt passiert ist. Zu viel Selbstbräuner wahrscheinlich. Er ist in ein Fass mit Selbstbräuner gefallen. War das nicht der Zaubertrank? Bestimmt. Ja, er dachte, es wäre Zaubertrank, aber es war Selbstbräuner. War das schon wieder dunkel? Nein. Das kann gut sein. Als Zwerg bin ich ja immer unterwegs in den Minen, schöne Erze zu schürfen. Ja. Bin auf eine Ader gestoßen. Kante. Diese beinhaltete irgendwelche Ressourcen, die mich ausseelig verändern ließen. Oh wei, das hört sich ja nicht gut an. Tja. Weiß es auch nur den. Ich lege auch. Oh, warte, auch gleich. Hüpf. Oh nein, ich bin aus dem Bett gefallen. Deine Dicke ist aus dem Bett gefallen und rollt. Oh, Moment, Mensch, ich auch gleich. Wie seid ihr so liege. Schnell? Liege. Ja, ich liege auch. Kleiner Huster wird hinterher rausgeschnitten, ganz klar. Ganz traditionell. Ganz traditionell, wie schon seit ewigen Zeiten. Moin. So, jetzt können wir nämlich hier Wasser auffüllen. Ich bin jetzt gerade schon am Wasser auffüllen. Also ihr müsst euch eilen. Ich bin ziemlich schnell heute unterwegs. Heute. Zumindest. Ja, heute. Ach Mensch, jetzt haben wir ein Problem. Ich muss das nochmal wegnehmen, das Wasser. Das sind denn, hier. Meine lieben tapferen Freunde, das wird Kuchen gefrieren. Ihr seht das ja schon hier. Ja. Das Wasser gefriert. Kaputtloppen. Zack. Oh. Huh. Oh, da komm her, Kuh. So langsam können alle so gemächlich über die Brücke laufen. Sie ist gestützt. Okay. Wir werden am Anfang der Folge, werden wir nochmal hingucken zu den Leuten und mal gucken, wie weit die sind. Nur bei mir darf keiner gucken. Schaut schon gut aus, Faska. Und der Cedric, der hat natürlich den besten Posten da oben. Der hat alles im Blick. Der hat alles im Blick. Da werden wir in den nächsten Folgen auch mal hochklettern, glaube ich, damit wir da auch mal alles im Blick haben. Geku, ich bin hier. Nicht wieder zurücklaufen. Wir werden hier unten nämlich Glowstone reinmachen. Das Problem ist, wir haben keinen Glowstone mehr. Nix mehr? Dann musst du in den Nether. Oh nein, nicht schon wieder in den Nether, Peter. Immer muss der Peter in den, muss ich in den Nether, zu Peter. Ich könnte auch reingehen. Also. Glowstone besorgen? Mhm. Das wäre total gut. Wäre kein Problem. Das von deiner Zeit abknüpfen könntest? Ja, das geht weil schon. Weil Glowstone ist aus. Ich bräuchte so, ich zähl mal nach, warte mal. Damit du nicht zu lange unterwegs bist. Ja. So, 2, 7, 8, 10, 100 Stacks. Nein, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, also 10, sagen wir mal. 10 Stacks, ich sagte, ich war da ganz nein, gut dabei. Nein, 10 Steine. Dann können wir nämlich schon mal hier weiterbauen, das ist total gut. Hast und du zufällig Behutsamkeit-Werkzeug dabei, was ich mir ausleihen könnte? Gebe ich dir. Wir treffen uns bei der Schmiede. Dann kann ich nicht die ganzen Blöcke quasi abbauen. Genau, dann brauchst du nicht da alles kaputt kloppen. Waren da nicht noch hier Glowstone dort in der Truhe drin? Nö, mittlerweile ist wieder alles verbaut. Ja, alles verbaut. Der Hafen hat ja geschluckt ohne Ende. Okay. Mhm. Hier ist Behutsamkeit. Gerade bei Glowstone. Ich dachte, wo wir gerade bei Schlucken sind. Bei Glowstone, ja. Globus. Wir brauchen in Hunsklab dringend einen Lichterladen. Ja, das stimmt. Ich wusste nämlich nicht, wo ich den Glowstone hin tun soll. Ach so, ja. Den habe ich jetzt wenn in deine ja Ankommen-Nether-Kiste in der Steindings gemacht. Hast du gefangen? Sag schon. Yep, danke. Ah, okay, alles klar. Ja, ein Lichterladen wäre dann am besten im Handwerksviertel, ne? Okay. Da kann dann Glowstone und Redstone-Lampen und die Unterwasserlaternen-Dinger. Ja, genau. Ja, stimmt. Das war auch einer der Gründe, warum wir überhaupt da diese ganze Handwerksallee gemacht haben. Wegen Lampenladen. Der ist einer der wenigen Läden, die noch nicht da sind. Ein Bettenlager wäre ganz praktisch. Ich habe so viele Betten gefunden. Ein dämliches Bettenlager brauchen wir auch noch, ja. Genau. Das dämliche Bettenlager, genau.
So, Freunde, jetzt wollen wir aber Dispenser aufhängen und dann muss ich mal gucken, wo ich die hingeäumelt habe. Ich habe hier so eine Krustkiste übrigens. Ne, hier fange ich das nicht an. Nee, 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 das sollst du auch nicht. Ja, und wir müssen oben noch Halbstufen verlegen. Okay, alles klar, kriegen wir alles hin. Da ist ein Priester im Nether. Ja, was? Was? Ja, der steht beim Portal unten. Pass ich auf. Guck mal gucken, warte. Oh, ein Priester in der Ecke im Nether. Da steht einer. Oh ja. Ich passe auf, du kannst rausgehen, ich passe auf, dass er nicht abhaut. So. Fest, halt ihn fest. Schnell laufen und wieder zu. Und dann werde ich mal versuchen, die Frau Priester hier mal wieder. Die will hier aus der Ecke nicht raus. Ja, die Frau Priester meinte, sie bewacht das Tor. Ach so. Sie gehört so an Orden. Naja, bei mir kann ja was, wisst ihr ja noch. Richtig. So, wieder ab. Aus dem Nether raus. Ich komme überhaupt nicht dazu, hier irgendwas zu bauen. Das ist echt schlimm. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch Netherstein. Da hatte ich, glaube ich, noch welchen in die Öfen gepackt. Dann können wir den nehmen. Sehr gut. Den benötige ich dann wahrscheinlich fürs Dach hier. Wie ist es eigentlich mit den neuen Booten? Lassen die sich jetzt überhaupt gar nicht mehr zerstören oder geht es nur sehr schwer? Also gar nicht. Gar nicht? Okay. Die halten auf immer und ewig. Oho. Das ist schlecht für einen Bootsbauer. Aus Titanholz gebaut. Aus Titanholz gebaut. Ja, genau. Schlecht für einen Bootsbauer. Verkaufst nur einmal ein Boot an jemanden und dann. Der kommt nie wieder. Der kommt nie wieder. Dann muss er die Preise erhöhen. Macht er jetzt einen Bootsverleih auf, dann hat er mehr von. Ja. Stimmt. Ja, der arme Bolle, ne? Der hat sonst immer so viele Boote verkauft, weil man bei jeder Bootstour mindestens 3-4 Boote geschrotet hat. Und jetzt sind die Dinge auf einmal unzerstörbar geworden. Ist genau umgekehrt wie bei den Autos. Es muss eine Umschulung machen. Als was? Das ist die Frage, was braucht ein Hundskrab dringend? Einen Brennholzverleih. Brennholzverleih. Wird er halt ein Lampenverkäufer. Stimmt. Ich überlege gerade. Oh nein. Oh. Meine Hüfte hat wieder gehangen, das war schon lange nicht mehr. Das ist dann Bolles Beleuchtung. Bolles Beleuchtungsladen, genau. Ja, genau. Ich glaube, wir nehmen hier die Steine. Oder Belichtung. Bolles Belichtung. Ja, er muss umschulen auf jeden Fall. Mit Booten lässt sich kein Geld mehr verdienen. Nee, nicht mehr wirklich. Außer er baut jetzt Schiffe, weil eine Werft haben wir jetzt ja auch. Und, stimmt. Auf dem Falkenstein gibt es ja auch eine Werft. Da kann er ja vielleicht dann, ja. Stimmt. Auskennen tut er sicher. Ich weiß gar nicht, Meter, wie weit es da ist, bis du ein paar Glowstones findest. Das kann ein bisschen dauern. Ja, kein Problem. Kein Problem. Ich hab Zeit. Ja. Ach, da ist schon was. So, jetzt machen wir nämlich hier überall schön die dran. Ich überlege noch, wie ich das genau mache. Ach so. Wahrscheinlich dann Anni, so, wo ne? Wo bleibst du eigentlich? Ja, ich bin auf dem Rückweg. So. Ich bin schon auf dem Rückweg. So. Das ist gut. Ich hab schon eine Kuh im Schlepptau. Eine Kuh im Schlepptau. Hier haben wir zwei. Hier haben wir einen. Das ist aber schlecht. Da müssen auch zwei hin. Ups. Ich baue mir hier eine nahe zurecht. Das ist unglaublich. Aber ein Dach bauen und dabei auch noch erzählen ist auch wirklich nicht so. Naja. Jetzt muss ich mal überlegen. Hier machen wir 1, 2, 3, 4, 4, 5. Haben wir hier auch 5? 1, 2, 3, 4, 5. Tatsache. Dann mache ich erstmal überall die 5 hin. Dann bin ich auf der sicheren Seite. 5 und da drüben auch. Hopsa. Und nicht runterfallen, vor allen Dingen beim Dachbauen. Das ist am wichtigsten. Das heißt, hier muss die Stufe weg. Ups. Kommt da alle gut vorwärts oder gibt es irgendwelche Materiallücken? Kannst du mal kurz, nicht eher Ideelücken. Ideelücken, ja. Kannst du mal kurz rüberlunzen, ob das schon so irgendwie was aussieht? Oh, der wird ganz schön breit. Sieht aber schon gut aus. Sieht schon gut aus. Hier oben kommt dann das Dach drauf. Ja. Ich glaube, da brauchst du dann noch ein paar Eisengitter. Ja, okay. Eisen, das kriegen wir hin. So, 5-5. Oha. Haben wir hier zwei, da haben wir auch Na, zwei. Na, das wird ja eine Brücke. Der Brücke gibt schon wieder an, der Zwerg.
Die Brücke wird auch so riesig, oder was? Ja, die Brücke schaut dann so gut aus, dass wir das ganze Dorf umbauen müssen, damit es zur Brücke passt. Damit es zur Brücke passt, genau. Ja, da bist du. Also, naja. Gar nichts gemacht. Ach du heilige ja, komm mal nur da raus, du kleines Grünes. Die Zwerge übertreiben immer. Wenn ein Zwerg was bauen lässt, dann baut er das immer riesengroß. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob die da irgendwas mit kompensieren wollen, ich weiß es nicht. Und er hat ja jetzt auch mal Platz. Normal ist er immer in Höhlen drinnen. Ja. Ja. Das kann er sich austoben. Nach oben hin, offen, unbegrenzt. So, okay. Wir haben ja auf jeden Fall irgendwie ein Muster gefunden. Das scheint schon mal so hinzuhauen. Das Komische ist, dass es hier, selbst wo das hier alles Netherstein ist und da unten sogar Magma ist, schneit sogar auf die Magma. Das haben wir in der letzten Folge ja schon festgestellt. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, aber es ist halt so. Kuh, wo rennst du hin? Rück. Da war ein Creeper. Hast du schon eine Kuh gefunden, Anni? Ja. Das ist schön. Und jetzt bist du schon auf dem Rückweg jetzt mit ihr, ja? Ja, genau. Aber das ist total nervig, das kenne ich. Das kann ziemlich nervig sein, mit Kühen sich durch die Weltgeschichte zu bewegen. Vor allem, weil die sind immer so schnell unaufmerksam wieder, ne? Genau. Schaut gut aus. Ihr könnt ja auch ein bisschen Glowstone gebrauchen, Delfino. Ich sammle gerade ordentlich ein. Das müssen wir, glaube ich, dann... Das reicht dann für alle. Dreieck. Okay, hier müssen wir dann geradeaus durchgehen, genau. So etwa 20 Stück. Hier bin ich. Kein Problem. Doofe Kuh? Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hoppala. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Zeron, du hast dir eine Falle auf dem Berg gebaut. Wo? Weil auf die Magma-Blöcke, da ist Schnee drauf gefallen, das sieht man nicht mehr. Wenn man da drauf steht, kriegt man Schaden. Ah, das ist auch nicht schlecht. Eine Monsterfalle sozusagen. Ich habe mir sogar schon überlegt, dass man damit einen sehr guten Stadttor absichern kann. Weil wenn man das weiß, kann man ja rüber schleichen. Dann passiert einem nichts. Aber die Monster würden Schaden kriegen. Stimmt. Ich geh runter. Ich auch. Die Monster würden Schaden dabei kriegen. Das ist ganz cool eigentlich. Ich gehe hoch. Damit könnte man gut einen Torbereich oder sowas sichern. Oder so ein Borggraben mit Magma auskleiden. Wenn die Monster da dann durchgehen, sind sie auch unwiederbringlich krank oder sogar tot. Mhm. Eventuell. Es ist ganz schön dunkel hier draußen. Nee, da kann man nicht schlafen, oder? Ja, und die Monster kommen gleich. Und die Monster kommen gleich. Und irgendwer schläft nicht. Ich liege. Ich bin's jetzt. Nee, da braucht man doch nicht schlafen. Richtig. Stimmt. Ja, nee, die Schaf will ich Delfino, doch lieber, stell du lieber kein Bett auf. Das wäre vielleicht nicht so eine gute Idee. Dann macht's Pink. Also Pink. Das Bett kann er schon aufstellen, bloß drin schlafen soll er vielleicht nicht. Genau. Okay, das sieht hier von unten schon gar nicht mal so gut aus, was ich hier gebaut habe. Das kann man schon mal so fast nicht so lassen. Okay, wir gehen wieder hoch, dann können wir das besser sehen. Aber die Folge ist dann schon fast wieder um. Was war das? Was? Bin ich vom Dach gefallen? Ich bin vom Kirchturm gesprungen und hab fast die Sprotte geknutscht. Okay. Warum machst du denn sowas? Na gut, vom Kirchturm fallen kann schon mal passieren. Das kommt in den besten Familien vor, dass die Leute vom Kirchturm fallen. Na, geht schneller. Ja, es geht auf jeden Fall schneller. Funktioniert nicht. Da müsstest du nur unten halt so ein kleines Wasserloch hinmachen oder so. Na, dem Fluss bin ich gesprungen. Ach so. So. Okay, jetzt müssten wir uns jetzt hier das so machen. An der Knochentruhe. Und dann könnte man nämlich hier die nächste Reihe rummachen. Ich baue jetzt einfach mal am Dach. Johe. Zack. Aber wenn hier so viele Leute sind, kann man das ja auch mal machen. Dann ist es ja trotzdem noch interessant, denn wir können ja auch gleich nochmal bei den anderen Baustellen gucken, was da so los ist. So, jetzt haben wir da so einen Winkel und da so einen Winkel. Ich dachte mir, ob man oben ein Glasdach reinmacht oder... Ach nee. Ich weiß es nicht. Ah, ja, ich brauche doch keinen Diamanten. Wir könnten oben an jetzt ein Glasdach reinmachen. Auch ein Dorfbewohner. Oder wir bauen noch eine Reihe. Das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Ja. Nein, wir machen hier oben noch eine Reihe drauf. Ach gut, du bist doof. Das ist eine doofe Kuh sozusagen. Ich guck mal, ob wir noch einen Netherstein da haben. R2, damit kommen wir natürlich überhaupt nicht weit. Ich habe so viel Netherstein geholt. Ich glaube, ich muss da noch was von den Ofen werfen und dann ist die Folge jetzt auch schon fast wieder um. An 20 Minuten ist echt nichts dran. Ich schaffe auch noch mit. Ja, ja, alles klar. 1, 2, 3, 4. 4 Öfen haben wir. Dann können wir die nämlich neu bestücken. 1.
Delfino, bist du schon wieder da? Nee. Nö. Noch im Nether. Hast du denn schon was gefunden? Hallo Opa. Bis jetzt 46. Hallo. Wie viel hast du? 46? Mhm. Brauche einen Teppich. Reicht es? 46 reicht, ja. Okay. 46 sollte gerade so reichen. Auch für die Kirche, weil da wollten sie auch gleich Licht haben. Da wollten sie auch welchen haben. Ja, ja. Mhm. Darkseid hat irgendwie 30 bestellt oder so. Die Bestellung habe ich gar nicht mehr. Ich habe aber zuerst bestellt, oder? Ne, ich wollte keine 30, ich wollte 20. Ach. Weil da gerade nämlich schon ein Creeper gespawnt ist und der beinahe Bomben gemacht hätte. Okay. Naja, nicht wirklich, ich hatte Pfeil und Bogen, aber trotzdem. In der Kirche, also in dieser kleinen Kapelle, da spawnen immer wieder Creeper. Das verstehe ich gar nicht, wo die herkommen. Ich glaube aus dem Glockenturm. Ein Creeper hängt im Glockenturm, wird auch diese Folge heißen, die jetzt vorbei ist. Und ich sage, tschüss. Nee. Liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen bis zur nächsten Qual.